Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen Folge Guardians of the Galaxy. Freunde. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich hoffe, ihr habt Bock auf eine neue Folge. Lasst gerne weiter ein bisschen Liebe da. Wir machen weiter direkt. Ihre Rüstung allein wiegt bestimmt 6 Quills. Wisst ihr was? Lasst uns abstimmen. Laden wir Lady Gymnastikanzug ein? Nein. Ja. Nein. Peter Quill. Da sie mich wahrscheinlich immer noch ermorden will, sage ich nein. Zu ihrer Verteidigung muss man sagen, dass das für die meisten gilt. Das ist fair. Groot sagt auch nein. Die Abstimmung ist entschieden. Ich wurde überstimmt. So sieht's aus, ja. So sieht's aus. Okay, Leute. So. Wow, oh, wow, wow. So nice, ey. Wow. Das war unerwartet. Schicksal ist uns hold. Wir wurden nicht in die Leere hinausgesaugt. Weil Raker die Schwerkraft nicht ausgeschaltet hat. Hoffentlich ist er so mit dem Ritual beschäftigt, dass er nicht daran denkt. Sind wir sicher, dass Warlock auf der ganz anderen Seite ist? Ja, solange wir vorrücken, sind wir auf dem richtigen Weg. Wir haben eine Bestimmung. Wir werden hier nicht sterben. Und falls doch, werden wir Ultaf sehen. Korrektur, ich werde Ultaf sehen. Der Rest von euch landet in dem heidnischen Paradies, an das ihr jeweils glaubt. Aber ich frag nach, ob in meinem Platz für euch. Wohin gehst du, Quill? Wohin gehe ich? Oder so. Hier ist eine Kiste, okay? Ich habe das Gefühl, sie hat alle Hände voll zu tun. Sie hat große Hände, starke Hände. Ja, schon klar. Drax, geht er jetzt wieder hin. Das nennt man Auskundschaften, ja. Okay? Es ist schade, dass Lady Hellbender zu Zeiten des Galaktischen Kriegs noch keine derartige Armee hatte. Oh, na, wartet doch mal kurz. Die labern schon wieder die ganze Zeit durch. Okay, Drax haben wir alle gefunden. Sehr gut. Sehr gut. Alle Wächter waren in ihrer Vergangenheit Kriminelle, aber die meisten von uns haben sich geändert. Vielleicht gibt es Zeitlinien, in denen wir unseren dunklen Instinkten gefolgt sind. Vielleicht waren wir ein Team von Schurken. Wären wir dann nicht mehr aufzuhalten? Keine Ahnung. Ich muss sagen, zu ihm passt das sogar. Aber ich muss... Ob dieser goldene Wächter... Ah, warte mal! Haben wir das bei allen vorgelesen? Nee, noch nicht, wa? Der Fellmann hat einen Künstler auf Norway beauftragt. Das hatten wir, glaube ich, schon. Ich befürchte allerdings schon bald Flecken durch die Wunde. Ne, das hatten wir, glaube ich, ja. Haben wir das bei allen gelesen? Ach, Alter. Doch. Ja, ein paar Dinge habe ich übersehen. Vielleicht werde ich mir das Spiel sogar nochmal, nachdem ich es durchgespielt habe, ohne Stream-Modus geben. Weil, muss man natürlich sagen, super geil, dass sie so einen Stream-Modus eingebaut haben, dass du kein Problem hast mit der scheiß Claimerei der Videos, aber natürlich mit der anderen Musik hat es wahrscheinlich, also ich gehe mal davon aus, 100% wahrscheinlich sogar noch mehr Flair und mehr Spaß. Ja, und wir sollten sie nicht verärgern. So ist es halt, ne? Aber deswegen großes Lob nochmal dafür, dass sie wirklich einen Streaming-Modus eingebaut haben, weil das ist mit, was am meisten nervt die letzten Jahre. Es nervt wirklich. So krass. Niemand. Sie respektiert unsere Macht, genau wie Fitzek Fu. Natürlich. Fum wird warten, bis sie mal nicht her sieht und dann einen von uns verknuspern. Verknuspern, ja. Okay, da kommen einige. Oh, hoho. Okay, das ist sowas vom Finale jetzt hier. Ey, das ist. Alter, Hardcore. Kämpfen wir jetzt gegen alle gleichzeitig oder kommt gleich Fing Fang Fum, Schamala Bum Bum? Der kommt jetzt, wa? Ja. Okay, nee, doch nicht. Cosmo, bist du das da drin? Da. Spasibo, Wächter von Galaxien, für Hilfe, das Kosmo-Versprechen verschmäht. Er jagt nicht länger Stöckchen, was ist Schlange. Und guck, Kosmo bringt mit Noel. Ja, schon geschnallt. Und Familie, sagt Privet, meine Pupsis. Ah, Kumpel, schön, dich wiederzusehen. Ha, Kosmo ist ganz so viel nerviger Flo. Du denkst nur, Flo ist weg, aber plötzlich erbeißt dich in den Arsch. Er ist so ein guter Junge. Nicht.
Cosmo ist bestes, Junge. Jetzt wir geben diese Hirnflöhe solche Biss, wie sie verdienen. Zum Angriff! Geil, hat der Synchronsprecher selber gerade... Ich hatte keine Ahnung, dass Nowhere Todesstrahlen verschießen kann. Klasse! Und der Hund hat seine Pfote auf dem Atomknopf. Ich muss wohl in Zukunft netter zu ihm sein. Ja, fast wie bei den amerikanischen Präsidenten, ne? Da ist teilweise auch der eine oder andere ein richtiger Hund. Hat der Synchronsprecher gerade wirklich die Käfer, du musst Hundelaute selber gemacht? Sein, auf die richtig großen Roboter treffen. Wer ist Käfer? Ach ja, richtig, den kennt ihr in eurer Linie noch gar nicht. Ich mach das. Ich mach das. Ey, guck mal hier, wie die jetzt automatisch jetzt von alleine aktiv werden. Bringt uns eine echte Herausforderung. Ihr langweilt die Wächter der Galaxie. Sobald wir in dem Felsen sind, werden wir uns wohl wieder mit dem großen Einiger auseinandersetzen müssen. Wir werden ihm auf die Zähne steigen. Ich habe erst einen von seinen Armen. Ich will unbedingt meine Sammlung vervollständigen. Naja, beim letzten Zusammentreffen hat er es uns gezeigt. Moment, da stimmt es. War das? Oh, shit. Okay, ich glaube, irgendwie war die Tonspur jetzt ein bisschen verschoben, oder? Also nicht nur bei euch, sondern bei mir auch. Oh, nice! Ja, welche? Ich, also. Weiß nicht, was du meinst. Ich hab nur ein Teil, was man einziehen kann. Natürlich, dir macht das diesen Spaß. Kleinen Schildkrötenhals. Der Scheiße, ey. Hör auf, mit so einer Scheiße zu reden. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Alles gut. Hoffentlich landen wir auf festem Boden. Fall nicht von der Kante, fall nicht von der Kante. Seht ihr, wie schnell ich bin? Ja, wir sehen's. Du bist super. Das war mal was. Doch, bist du. Wow, das Tracker-Signal ist hier drin viel stärker. Wir nähern uns. Rakers Schergen werden es uns bestimmt nicht leicht machen. Wir ihnen auch nicht. So sieht's aus. Das war mal was. Doch, bist du. Wow, das Tracker-Signal ist hier drin viel stärker. Wir nähern uns. Rakers Schergen werden es uns bestimmt nicht leicht machen. Wir ihnen auch nicht. Was ist, wenn Raker und seine Truppen als Märtyrer wahrgenommen werden? Von wem? Alle Kirchenmitglieder haben das Versprechen bereits angenommen. Leute, Gruppe bilden! Ja! Feiert diesen Augenblick, Freunde! Bald wird der Sieg unser sein! Ich bin gut! Sie meißeln unseren Namen in die Geschichtsbücher und sie werden ihn richtig schreiben! Okay, nehmen wir das hier. Hey, ich weiß, dass wir feiern wollen, weil wir nur noch zwei Schritte davon entfernt sind, diesen Kampf zu gewinnen. Aber wenn wir schon vor dem Sieg tanzen, schicken uns diese Mistlöcher ins Grab. Also bleiben wir konzentriert und zeigen diesen Losern, dass wir rocken. Wer ist dabei? Nur her damit, yeah! So, jetzt legen wir mal richtig los hier. Okay. Woohoo! Dididili. So. Sehr gut, Leute. Kommt her, Jungs. Was ist denn hier los da drüben, hä? Habt ihr keinen Bock oder was? Oh, yes. Den einmal aufschließen, bitte. Den da. Zack. Sehr gut. Komm mit. Alter, nice. Okay, die sind platt. Zack, erstmal hier das Schutzschild wegknüppeln. Der auch. Ey, das ist so geil. Ohne Scheiß. Das ist das Kampfsystem, seitdem man viel, viel mehr Fähigkeiten freigeschaltet hat, mehr Moves und so weiter, macht das System viel, viel mehr Spaß als am Anfang.
auch weil du jetzt viel gegen viel geilere Gegner kämpfst und so weiter. Die Gegnerauswahl ist immer noch nicht unfassbar mega geil. So. Schaltet sie aus. Zumindest von der Abwechslung her, da geht auf jeden Fall noch mehr. Und auch vom Kampfsystem ist jetzt nicht das Allergeilste oder sowas, was man je gesehen hat oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es macht trotzdem einfach nur Spaß. Es macht einfach Spaß. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das Stärkste an dem Game. Da kann man sicherlich für einen Nachfolger bestimmt nochmal das ein oder andere rausholen. So, warte. Zack, genau sieht's aus. Einfach weghauen, die Sau. Jawoll! Einfach weggeslampt, die Sau. Da geht Rücken bestimmt für den Nachfolger geht er auf jeden Fall noch. Das Signal kommt aus den Tiefen der Mine. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier weiter, oder? Und es mit dem Aufrüstung Upgrade-System, das können sie bestimmt auch noch beim nächsten Teil, den es hoffentlich geben wird, auch noch weiter ausbauen, ja. Dass du noch coolere Fähigkeiten kaufen kannst. Und schwer zu glauben, dass die Kirche aus dem Papier. Ja, coolere Upgrades ist. Vielleicht ich wünschte, hier und da. Sie wären beim Graben geblieben. Aber ansonsten, Story, Charaktere. Unfassbar geil getroffen bisher. Unfassbar geil. Sie ist die Meisterin von zur rechten Zeit am rechten Ort. Was ist denn jetzt los? Das hatten wir aber bisher auch noch nicht einmal, oder? Dass ich einmal aus dem Raum gegangen bin und es hat einfach nicht so. Also ich werde sofort zurückgesetzt. Mann, dieser Riesenroboter kann wirklich viel einstecken. Konzentrieren wir uns darauf. Ich wünschte, wir könnten einen Teil von dem Erz mitnehmen. Niemand wird mit dem Mist handeln, wenn es die Kirche nicht mehr gibt. Zu riskant. Hinter uns. Haut die Sau doch mal weg hier, komm, zack, ey. Aus dem Leben gekickt, ey. Ich wette, sie verwenden diese wertvollen Metalle für die Glaubenstag. Die Goldpyjamas. Den da unten! Einiger sind nicht billig. Wollte ich schon wieder nicht, aber ist halt passiert. Das ist unsere letzte Chance, den Varus aufzuschalten. Alles wir haben eine Verkaufspause, Bro. Der Varus ist so gut wie tot. Der gewaltige Droide ist auch eine große Bedrohung. Das ist so ein Ding, das mindestens zwei Leute zum Steuern braucht. So, einmal Feuer drauf knüppeln. Jawohl. Nimm das. Sehr gut, Groot. Oh, wow. Erinnert mich daran, Groot nicht zu verärgern. Bam. Gesetzte Aneignung im freien Raum. Wenn du unprovoziert angegriffen wirst, darfst du die Kriegsbeute behalten. Wir haben sie definitiv provoziert. Sie haben uns zuerst provoziert. Oft sogar. Zeig deine Äste, Groot. Zeig deine Äste. Sehr gut. Ich komme kaum durch deine Panzerung. Ja, wieso schieße ich denn in den Boden rein? Was mache ich da? Lass sie sofort frei, sonst kommt der Zerstörer. Sehr gut. Boah. Wen hat der da gegriffen? Gamora hat er gegriffen. Zerquetsch die Drags. Ach, deswegen ist sie so gelb. Mach dein Ding, Gamora! Mach dein Ding, Gamora! Bam, Junge! Weg mit euch! Idee, Kumpel. Wenn wir Erfolg haben, müssen wir danach zurückkommen und unseren Frachtraum füllen. Wir verkaufen das Erz auf dem Schwarzmarkt. Bezahlung für ordentliche Arbeit? Für mich klingt das fair. Na gut. Also, den Sprung schaffen wir nicht. Peter kriegt das hin. Wirklich? Peter Quill besitzt magische Waffen. So sieht's aus. Di-di-di-di. Sehr gut. Ui. Mantis, wie sieht unsere Zeitlinie ab? Sicherheitsinspektor. Hast du gewollt, dass sie gerade noch redet? Rex, du musst das schnell machen. Ungefähr so. Sicherheitsinspektion. Peng! Nicht geil, ey. Hui! Geil! Das haut rein, ey. Peng! Du hast die Sicherheitsinspektion nicht bestanden! Sie sind tot, Rex. Stimmt. Das darfst du noch nicht sagen, dass sie tot sind. Die sind natürlich nur. Du weißt, was zu tun ist, Quill. Die sind nur schlafen gelegt worden. Für immer halt. Naja. Ich bin Groot. Diese alte Werkbank ist zwar verkrustet, aber ich kann prima mit verkrustetem Werkzeug ja, umgehen. Ja, Rocket gerne, hätte ich gerne, aber ich bin halt so krass, dass ich schon seit Stunden alle Upgrades habe. Was zum... Hey!
Hey, seht mal, sie empfangen den Adam-Warlock-Kanal sogar hier draußen. Apropos Goldlöckchen, er müsste direkt auf der anderen Seite dieser riesigen Mörderbot-Armee sein. Kann doch nicht dein Ernst sein. Sie haben das Ganze mit einem Glaubensschild abgeriegelt. Meinst du, wir können ihn ausstecken, so wie auf Nowhere? Ein Versuch ist's wert. Stoßen wir durch, Leute. Ich will den goldenen Gott nicht warten lassen. Haben die, wollen die, was ist denn hier los, ey? Mist, der Turm wirft Bots ab. Wollen die irgendwie mit der Macht von Warlock irgendwie die Leute betreiben, also die Energie von Warlock nehmen für die Robots, oder wie? Wahrscheinlich, sieht so aus, ne? Was für ein Spaß! Ja! Aufgeregt war ich seit dem Galaktischen Krieg nicht mehr. Ja gut, den Spruch hatten wir schon, ein, zwei Mal, drei Mal, sie vier Mal. Sie hat auf beiden Seiten gekämpft. Ich hingegen muss keine Partei ergreifen, um jemanden niederzumähen. Ich stehe einfach drauf, wenn diese Drecksäcke hochgehen. Lassen die uns arbeiten? Also ich sage, sie fordern uns zu einem Spiel heraus. Und ihr wisst, wie sehr wir Spiele lieben. Nicht jedes Spiel, Peter Quill, das wäre unmöglich. Das stimmt, aber wenn ihr diesen Kampf als ein Spiel betrachtet, das ihr mögt, ist er nicht mehr wirklich Arbeit, oder? Dann macht er Spaß. Wer ist dabei? Ich würde lieber drauf verzichten. Warum? Keine Ahnung warum, Mensch. Weiß ich doch nicht, warum ich das gewinne. Oh, jedes Mal löse ich die Scheiße aus. Ja, der steht da so unbeteiligt, als hätte er nichts damit zu tun hier, der Lappen, ey. Ich wette, ohne bist du sogar noch tödlicher. Sehr gut. Geht auf die Grube. Ja. Er verbessert sein Team. Ja, aber... Alter, was macht der hier für mächtige Kung-Fu-Moves? Was willst du hier? Du kriegst den Kopf los. Eine riesige Psycho-Roboter-Fabrik. Das Drax in Ruhe. Gut. Du hast dich mit und jetzt einmal? Genau. Ist der immer noch gefangen genommen worden? Nein, sie in Streit. Wo ist Warlock? Sollt ihr nicht hier drin sein? Ihr sollt hier in der Nähe sein. Ihr müsst die Erfüllung treffen. Wir müssen diesen Glaubensschild durchbringen. Ja. Peter Quill, entfesse mich gegen diese Narren. Mach mir den Baum. Mach mir den Baum. Wir müssen, vielleicht habt ihr recht. Wo ist die Sau denn? Ja, wäre besser. Halte durch, Kumpel! Quill, unternimm was! Ja, verdammt! Achtung! Hier kommen immer mehr. Fühlt sich an, als würde ich schon Stunden auf diesem großen Bock hin. Scheiße, ja. Ah, da hinten ist er. Vielleicht schaffe ich's. Vielleicht schaffe ich's. Das sollte hier so ich schaffe es! Ja, aber erst brauchen wir Zugriff. So, den wollt ihr kaputt haben, den machen wir kaputt. Mistus, der heilige Bimbam ist voll geladen. Schaltet ihn aus. Keine Ahnung, was du damit meinst. Unsere Gegner lachen, wenn ihr Schamane sie befehligt. Diese Jungs hier waren wohl nicht eingeladen. Die haben wir auch nicht. Das wird uns nicht aufhalten. Ich muss sie. Ich hab keine Ahnung, ob ich die erstmal. Stecken wir sie auf, Stück für Stück! Warum? Warum? Geh doch mal weg, Alter! Was ist denn los mit dem Pissgesicht? Okay, der ist weg. Und jetzt mal bitte alle auf den jetzt hier! Meine Fresse nochmal, ihr Scheiß, Alter! Ja, was denkst du, was ich hier mache, ey? So, jetzt mach den mal platt, ey! Jetzt, jawohl! So! Bam, Junge! So, weg mit euch! Okay. Hier müssen wir die Scheiße rausziehen. Und jetzt bei dem anderen nochmal und dann sind wir drin. Sehr gut. Okay. Ich habe hier. Oh, jetzt setze ich. Wieso setze ich das immer und immer verdammt nochmal wieder ein? So. Ich kämpfe da erstmal minutenlang so. Keine Ahnung. Und ich war ein, zwei Minuten habe ich die ganze Zeit gekämpft und wundere mich, ey, warum kommen da ständig neue Leute hinzu? Aber jetzt hab ich's geschafft. Da, Warlock,
Moment, ich hole uns eine Drohne runter zur Goldbacke. Haltet euch gut fest! An der Drohne, nicht den Backen! Großer Einiger! Alle runter! Kommst du endlich zur Konfrontation mit dem Angeketteten, ihn zu strafen für seinen steilen Sturz? Halt doch einmal den Mund! Ich hab freies Schussfeld. Lass es! Wir können von hier oben keinen Kampf riskieren. Du tauchst am Vorabend unseres Aufstiegs hier auf. Weshalb? Um uns ein weiteres Mal alles zu nehmen. Was habe ich je genommen? Meinen Glauben. Und nicht nur meinen. Du hast deine Herde verlassen. Dieselbe Kirche, die wir aufgebaut hatten. Wir glaubten, unser Gott sei tot. Und mit dir jede Hoffnung, die Verlorenen zurückzubringen. Ich dachte... Du hast mir meinen Sohn versprochen. Ich versprach nur Verbundenheit. Du suchtest Sklaverei. Meine Fehler waren vielfältig, aber dein Fieber ist nicht darunter. Genug! Genug jetzt! Das wahre göttliche Gefäß wartet. Du bist nur eine Hülle, ein verblasster Schatten. Aber selbst du wirst das Licht spielen. Hör doch her! Halte inne mit diesem Horror! Raker! Wächter, brecht meine Bande. Raker richtet rastlos sein Restaurationsritual aus. Rocket, kannst du ihn da rausholen? Wenn's denn sein muss. Lass mich raten, Rakers Macht war mörderischer, als mancher meinen möchte. Wen schert Schwadronieren über schwindende Chancen, Tochter von Thanos? Bald flutet falsche Frömmigkeit die Raker-Brut und mästet den Moloch. Nein, das wird nicht passieren. Dem schieben wir gemeinsam einen Riegel vor. Richtig? Richtig. Okay, Leute, dann wollen wir mal. Wohl anrecken. Wer wartet, wird welk. Ich könnte ihn wieder anbinden. Was meinst du? Klingt verlockend. Ja, der hat schon ordentliche Arroganz am Start. Seine grenzenlose Gier die Schöpfung geschlossen schluckt. Außer du schluckst den Magus zuerst. Eine voreilige Vereinfachung. Wir müssen die Entität entfernen, die das Mädchen malträtiert. Aber wie viel von Nikki wird übrig bleiben? Falls ihr Licht lebt, verbleibt es verloren. Teil eines tatenlosen Traums. Eines angenehmen Traums. Drax war dem Versprechen erlegen und wir haben ihn rausgeholt. Anderenfalls wäre ich bei den Geistern meiner Familie geblieben. Der Magus hielt den ketethianischen Killer im Kerker, aber mit einem sinistren Splitter, einem sickernden Stück seiner selbst. In Nikki nistet die vollständige Wesenheit. Du kennst mein Kind nicht. Sie ist stark. So wie Chimera. So wie Nebula. So wie mein X-7200-Quantendesintegrator. Welch feuriges Vertrauen in eure Freundin. Aber ich fürchte, eure Utopie ist unmöglich. Klingt, als hätte Goldarsch nicht aufgepasst. Unmöglich ist quasi unsere Spezialität. Wo ist sie denn, ey? Wo ist Gamora? Ganz von dahin am Reden, ey. Ja. Mal gucken, ob man sie retten kann. Ich hoffe doch. Los, lauf! Frohlocket! Ihr kommt gerade zur rechten Zeit, das Wunder zu erleben. Großer Einiger. Ihr vermögt sie doch zu halten, auf dass sie Zeuge werden? Sicherlich. Ha ha ha.
Meine Herrin, verwindet den Schmerz! Erfüllt das Versprechen! Monster! Mantis! Mantis, wo? Ich zieh dir die Haut ab! Groot, versuch, ob du... Peter! Peter! Wir können sie retten! Kannst du mich hören? Sie braucht deine... Du bist fast da! Konzentrier dich auf mich, Peter! Hör nur auf meine Stimme! Du musst mich finden! Du kannst sie noch retten! Peter! Hier drüben, Peter! Folge meiner Stimme! Sie braucht deine Hilfe! Komm zu mir! Komm zu mir! Es ist der einzige Weg! Dad! Dad! Hm? Komm schon, steh auf! Wir haben nicht viel Zeit! Wir müssen alles vorbereiten. Mom kommt gleich heim. Komm, steh auf. Nicky, wo... Was zum... Okay. Kein Wunder, dass sie das unbedingt will. Wir sehen so glücklich aus. Kann man verstehen, ich bin bald wieder bei dir, Mädchen. Wir müssen nur zuerst die Galaxie retten. Kann man verstehen. So. Du bleibst hier. Ich rufe dich, wenn ich dich brauche. Gibt's sonst noch hier was, ne? Das ist so abgefahren. Wie kriege ich Nicky dazu, dass sie es sieht? So, Freunde, das war's jetzt erstmal für diese Folge. Ich melde mich jetzt auch nochmal gerade aus dem Videoschnitt quasi. Lasst gerne ein bisschen Liebe dafür das Video und seid auf jeden Fall beim nächsten Mal unbedingt dabei. Es wird spannend. Es wird richtig geil. Also, freut euch drauf. Danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.